Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe gerade die letzte Folge fertig gemacht. Ich habe vergessen, dass wir eigentlich trinken und essen müssen. Ich hätte mich doch ausloggen sollen. Na egal. Jetzt müssen wir uns quasi einmal kurz vollstopfen. Habe ich noch irgendwie Essen? Verdorbene Sachen habe ich. Geil. Ablegen. Achso, hat er tatsächlich gemacht. Ich habe jetzt ein bisschen was gegessen. Gegrillt Red Kakerlake haben wir auch noch. Ja, aber so wirklich viel haben wir nicht. Was haben wir hier noch? TP, Bewegung, Wasser. Ich bräuchte Nahrung. 1% Essen. Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat. Aber wir haben ja noch Zucker. Nee. Aber hier haben wir nochmal Salz. Yay. Gut, müssen wir klarkommen. So, okay. Vielleicht finden wir noch was zu essen. Wir waren stehen geblieben, als wir irgendwo was untersucht haben und einen Legendären getötet haben, der uns eine Waffe gegeben hat, die wir noch nicht tragen können. Nö. Und jetzt durchsuchen wir hier mal die Gegend nach Schrauben. Dass es hier so wenig Schrauben gibt? Ah, stimmt, hier waren wir zuletzt. Hier haben wir zuletzt welche gekillt. Ja, ich wollte mich halt nicht unbedingt ausloggen. Weil, was nehmen wir für eine Waffe? Oh, die 10 mm. Weil sonst die Gegner wieder gespawnt werden und wir alle nochmal umbringen müssten. Wunderkleber, sehr schön. Kleber nehme ich sehr gerne mit. Oh. Ah, die verdorren nach einer Zeit, das ist ja cool. Energieterminal. Wartungsprotokolle. Daten beschädigt, ja, was auch sonst. Wozu überhaupt so ein Terminal hinsetzen? Ja, hier unten ist nichts. Also ich denke mal, das wird irgendwie mit einer Quest verbunden sein. Aber für uns jetzt noch unrelevant. Simulations-Volt-Eingang. Ich will Volt-Aufseher werden. Fehlschlag, vollständiger Verlust von Leben. Okay. Simulations-Vault, aktueller Status. Der Vault wurde von automatischen Systemen gereinigt und ist bereit für die nächste Simulation. Tür öffnen. Machen wir jetzt bei der Simulation mit? Aber wenn die Vault gereinigt ist, dürften hier eigentlich keine Gegner sein, ne? Ich mal. Oh, guck mal, eine schön saubere Vault. So gönne ich mir das doch. So wie seltsam. Irgendwo rumzulaufen, wo einfach nichts ist. Aluminium brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die brauchen doch hier Ventilatoren für Luftreinigung und so. Eitersack. Brotkasten. Aha. Schön gereinigt habt ihr das hier. Ein Eitersack. Ja, ein Eitersack gehört auf jeden Fall in einen Schrank. Sowas wie Schrauben gehören da rein. Oder die Flagge nehme ich auch mit. Ist einfach nur, ich bin jetzt geil auf die Dinger, weil ich ja Fallout Shelter gezockt habe und da waren die dreieckigen Viecher halt richtig gute Sachen. Hallo, da liegt ein Voltanzug. Ich hätte einen neuen Voltanzug haben können mit einer anderen Nummer drauf. Was für eine Nummer hat er eigentlich hier? 00? Ja, theoretisch müsste das doch Volt 00 sein, oder? Weil immerhin ist das ja keine echte. Ein Ventilator. Da muss ich hin. Ha! Gib mir die Schrauben. Aufseher Logbuch. Ach du Scheiße. T minus einen Tag bis zu meinem Testdurchlauf. Ich bin vor dem Einschließen noch einmal alles mit meinen Betreuern durchgegangen. Ab morgen werden die Studenten meine Hypothese testen, dass eine Nahrungsmittelpaste mit hohem
kalorischen Wert Standardvorräten überlegen ist und mein Geschmackssystem dafür sorgt, dass die Bewohner ihr nicht überdrüssig werden. Einen Tag später. Meine Bewohner sind da. Nach einer kurzen Einweisung lasse ich ihnen Zeit, um sich einander an die Parameter des Experiments und an ihre entsprechenden Rollen zu gewöhnen. Später werde ich noch eine Ansprache halten. Wir sind jetzt eingeschlossen und alles läuft glatt. Falls ich meinen Betreuern kein Signal gebe, bleiben wir hier drin, bis die zeitgesteuerten Schlösser sich in 4 Wochen öffnen. Bislang verläuft der Test gut und die Rückmeldungen zur Rezeptur der Nahrungsmittelpaste sind positiv. 2 Tage später. Die Bewohner nehmen sogar noch weniger von der experimentellen Rezeptur zu sich als erwartet, berichten aber von vollen Bäuchen und einem zufriedenstellenden Stoffwechsel. 4 Tage später. Es hat sich angefühlt, als wäre heute irgendwas draußen passiert, fast wie ein Erdbeben. Darüber hinaus ist kurzzeitig der Strom ausgefallen. Die Bewohner konnten die Energieversorgung mit Hilfe der Notstromgeneratoren schnell wiederherstellen. Ich schätze, das ist Teil des Programms und meine Leute haben eine vortreffliche Leistung gebracht. Klar, die Bomben sind gefallen. Es war ein Herzinfarkt. Wie aus heiterem Himmel ist einer meiner Wartungsarbeiter plötzlich während seiner Schicht gestorben. Ich warte den Bericht des Leichenbeschauers ab, bevor ich irgendwelche Entscheidungen treffe. Noch einen Tag später. Der Leichenbeschauer hat eine vollständige Autopsie durchgeführt. Wie es aussieht, war es kein Herzinfarkt, sondern die Arterien im Herzen hatten sich verhärtet und waren geborsten. Ich habe eine medizinische Begutachtung der Kontrollgruppe und einiger Mitglieder der Testgruppe angefordert. Noch einen Tag später. Es ist eindeutig. Das Rezept meiner Nahrungsmittelpaste ruft Arterienablagerung hervor. Da es in der Kontrollgruppe keine Anzeichen dafür gibt, lasse ich den Bestand der verbleibenden Standardnahrungsmittel auf... Nochmal. okay. Das Rezept meiner Nahrungsmittelpaste ruft Arterienablagerung hervor. Da es in der Kontrollgruppe keine Anzeichen dafür gibt, lasse ich den Bestand der verbleibenden Standardnahrungsmittel aufnehmen. Aufzunehmen, das hört sich kacke an. Deswegen, naja. Um in Erfahrung zu bringen, ob wir noch eine weitere Woche durchhalten können. Noch mehr schlechte Neuigkeiten. Meine Nahrungsmittelpaste war doch nicht so beliebt, wie ich gedacht hatte. Offenbar ist ein Schwarzmarkt für Standardrationen entstanden und im Vault gibt es nur noch genügend Verpflegung für 2 Tage. Ich will versuchen, eine Lösung für dieses Problem zu finden, bevor ich meinen Betreuern mitteile, dass sie den Test vorzeitig beenden sollen. Das ist meine Abschlussarbeit, Forschungsprojekt und wenn ich versage, kann ich nicht als Aufseher arbeiten. Musst du, glaube ich, auch gar nicht mehr. 31.10. Die Bewohner drohen, einen Aufstand aufzuzetteln, falls ich das Experiment nicht abbreche. Sie haben die Ration schneller verbraucht als gedacht und bekommen es nun mit der Angst zu tun. Ich werde mich bei meinen Betreuern melden und das Ende des Experiments anordnen. Ich kann das Risiko nicht eingehen, noch jemanden zu verlieren. Keine Reaktion von draußen. Die Bewohner glauben, dass ich sie belüge und drohen, mein Büro zu stürmen. Ich weiß nicht, ob ich einen Angriff 2 ganze Wochen lang abwehren könnte. Sie haben die äußere Versiegelung durchbrochen und stehen vor der Tür zu meinem Büro. Ich höre schon den Bohrer. Bis sie durch sind, wird es Tage dauern, aber ich kann keine Risiken eingehen. Ich weiß nicht, warum meine Betreuer nicht antworten. Hier sterben Leute und es werden noch mehr, doch ich kann nichts dagegen tun. Dies wird mein letzter Eintrag sein, bevor ich mich in meinem Schlafzimmer verbarrikadiere und darauf hoffe, dass ich bis zum Öffnen der Zeitschlösser durchhalte. So Gott will, ist das nur Teil eines Tests, aber irgendwas sagt mir, dass dem nicht so ist. Ja, und so ging der Test zu Ende. Alle sind so verhungert wahrscheinlich, ne? Kaffeetassen. Oh, der hat auf jeden Fall ordentlich Kaffee getrunken. Ah, und da haben sie versucht, warte. VT. Ah, okay. Hier haben sie versucht, hier einzudringen, oder was? Mit Stühlen bewaffnet, haben sie wahrscheinlich gegengeklopft. Eine VTU-Tasse. Oh Gott. Ich kann sie nirgendwo hinstellen. Och Mann. Rattengift. Sorry, Dude. Lose Schrauben. Oh, ein Stimpack. Ah, nice. Das ist schön. Viele waren das ja später nicht mehr, ne? Und hier ging es dann raus, oder? Habt ihr noch Ventilatoren?
Sturmfeuerzeug kann ich mitnehmen. Eine Tür? Es ist so absurd, wenn man in der Vault rumläuft und dann ist da plötzlich eine Tür. Ah gut. Gehen wir raus. Das war also die Test-Vault. Und wieder ein Experiment schiefgegangen. Weil Vault-Tech anscheinend nichts kann. Hm. Ja, wir haben schon mal ein paar Schrauben gefunden. Ich glaube, wir können damit auf jeden Fall schon mal zurück. Aber noch würde ich erst die Quest beenden. Na komm, gehen wir raus. Sagte er und ging in diese Tür. Bauklötze. Ist hier, ich würde hier so viel Zeug mitnehmen und das bei mir hinstellen, so wie die... Oh, da sind Schrauben drin. Aber es geht nicht, weil alles nur Müll ist, was man sich hinstellen möchte. Und das finde ich schade. Ich meine, sonst kommt jemand zu dir und klaut das. Klar, mussten sie sich was überlegen, um dagegen anzukommen, dass da irgendwelche Leute durch die Gegend laufen und klauen, aber ich finde es halt schade. Ich finde es halt echt schade. Ich möchte noch mal ein bisschen rausfahren. Geht das noch? Zack. Ach, was soll man sagen? Was soll man sagen, Leute? Das Spiel ist halt, es ist halt cool, so wie es gemacht haben. Aber die Umsetzung stimmt noch nicht. Es macht mir Spaß, klar. Also ich laufe hier gerne durch die Gegend. Ich nehme das wirklich sehr gerne auf. Aber es wäre halt noch geiler, wenn die ganzen, ja, umstrittenen Dinge sich verbessern würden. Es sind ja nicht Dinge, die ich nur anprangere, sondern viele andere auch. Achtung, Responder. Die Lebensmittelverarbeitungsmaschinen bei Mama Deutsche sind endlich so weit abgekühlt, dass sie wieder ihren Dienst tun können. Ich habe sie so eingerichtet, dass man mit den Zutatenbehältern in der Fabrik Eintopf herstellen kann. Die Maschine macht einen höllen Lärm, also werdet ihr wahrscheinlich ungebetene Gäste bekommen. Okay, kündigen sich jetzt so Events an oder war das jetzt ist das jetzt ein Spezialevent? Ich glaube, das ist ein Spezialevent. Ach, guck mal, da fängt gerade erst einer neu an. Aha. Aber ansonsten... Ja, doch, doch. Hier laufen noch genug Leute rum. Ich wollte gerade sagen, sieht zu leer aus. Man sieht die halt noch nicht so gut. Na gut, wir sind jetzt hier im Eventgebiet. Deswegen werden wir das Event mal machen. Können wir uns ein bisschen Atome abstauben und vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal was. Im Atomic Shop. Mal gucken. Da ging's rein, ne? Okay, von hier aus? Ah. Gib Sojawürfel, aber woher kriege ich jetzt die Sojawürfel? Ach, scheiße. Ich glaube, ich habe keine gute Waffe für die, oder? Eigentlich müsste ich die Laserpistole auspacken, ne? Ich habe nicht so viel Munition dafür. Kacke. Schießt er jetzt auf Verdacht irgendwo hin? Eine Laserpistole ist auch nicht viel besser. Aus dem Nichts angegriffen. Und die Laserpistole ist verdammt laut. Was habe ich noch? Oh, das sind viele Roboter. Au, bin doch extra weggegangen. Stahlschrott, Stahlschrott. Ah, ich habe doch keine Sojawürfel. Finde ich die jetzt hier irgendwo? Gewürfelte Gemischung. Okay, wir finden hier das ganze Zeug. Oh,
Ja, doch schneller nach. Oh Gott, ich bin verletzt. Oh mein Gott, die machen mehr Schaden, als ich dachte. Jetzt verzieht euch doch mal. Okay, wir laufen jetzt geduckt durch die Gegend. Visionszelle, nice. Stahlschrott. Anstecker, roter Stern. Zelle ist das. Ja, kann ich aber auch nirgendwo platzieren, leider. Okay, wir suchen Rohstoffe. Sind jetzt auch nicht so schwer zu entdecken, ne? Da! Wheat. Miese kleine Drecksdinger. Komm, lagern wir es erstmal an. Ich habe 15 Minuten. Es wird schwer alleine. Kommt noch jemand? Okay. Ihre Glasflasche. Hundefutter in der Dose, ja. Noch mehr Schrauben, Leute. Noch mehr Schrauben. Komm. Entschärft. Bin ich in die falsche Richtung? Ich bin in die falsche Richtung. Injektor-Munition. Injektor. Kann ich anderen Spielern vielleicht Gift einflößen? Okay. Toilettenpapier. Oh mein Gott. Sehr schön. Mistvieh. Pfeffer, Zucker, Yum-Yum. Zuckerbomben. Na gut. Jetzt haben wir schon 4 Sachen gefunden. Das langt noch lange nicht, ey. Oh, so sehen so die Viecher aus, die verrosten. Ja, tatsächlich, Metallhaufen. Krass. Das heißt, wir müssen hier echt aufpassen und gucken, dass wir alles finden. Ich bezweifle stark, dass wir alles finden in diesen 15 Minuten. Aber solange wir Essen finden, ist alles gut. ID-Karte des Mama Dolce Werksleiters. Okay. Ich höre schon, wir kriegen Besuch. Wir müssen ganz genau aufpassen und dann. Das, ey. Überladen. Ja, gut, geht, ne? Dann essen wir erstmal ein bisschen was. Wir werfen das Obst hier weg. Die Yum-Yum russischen Eier bitte und die Zuckerbomben, die werden ja auch alles schlecht, ne? Und Zucker wird alles schlecht, Freunde, alles wird schlecht. So. Kaffee, hier ist ein kaputter Roboter. Wein. Oh, Bergarbeiteruniform. Ach, da. Da haben wir noch einen. Ach Gott, ich finde das doch alles im Leben nicht. Muss ich hier noch in andere Gebäude rein oder ist es nur in diesem Gebäude? Dinge, die ich nicht weiß. Gebranntes Buch. Karotte. Ja, komm, gib mir die Karotte her. Ach ja, da war ja was. Ja, ich muss die Waffe eigentlich ablegen, ne? Jagdgewehr.
Hier oben scheint nichts zu sein. Oder vielleicht doch. Hier versteckt. Nein. Mann, ich finde doch nie alles. So nur eine doofe Leiter. Okay, aber wie es aussieht, sind die Gegenstände nur innerhalb der Gebäude. Oder des Gebäudes. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie viele Gebäude hier überhaupt sind. Ist hier noch irgendwas versteckt? Aber wenn in der Toilette schon sowas versteckt war, ne? Vor allem haben wir jetzt nicht mehr die Hälfte, oder? Ich kann Schrotpatronen da rein tun. Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe gerade die letzte Folge fertig gemacht. Ich habe vergessen, dass wir eigentlich trinken und essen müssen. Ich hätte mich doch ausloggen sollen. Na egal. Jetzt müssen wir uns quasi einmal kurz vollstopfen. Habe ich noch irgendwie Essen? Verdorbene Sachen habe ich. Geil. Ablegen. Achso, hat er tatsächlich gemacht. Ich habe jetzt ein bisschen was gegessen. Gegrillt Red Kakerlake haben wir auch noch. Ja, aber so wirklich viel haben wir nicht. Was haben wir hier noch? TP, Bewegung, Wasser. Ich bräuchte Nahrung. 1% Essen. Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat. Aber wir haben ja noch Zucker. Nee. Aber hier haben wir nochmal Salz. Yay. Gut, müssen wir klarkommen. So, okay. Vielleicht finden wir noch was zu essen. Wir waren stehen geblieben, als wir irgendwo was untersucht haben und einen Legendären getötet haben, der uns eine Waffe gegeben hat, die wir noch nicht tragen können. Nö. Und jetzt durchsuchen wir hier mal die Gegend nach Schrauben. Dass es hier so wenig Schrauben gibt? Ah, stimmt, hier waren wir zuletzt. Hier haben wir zuletzt welche gekillt. Ja, ich wollte mich halt nicht unbedingt ausloggen. Was nehmen wir für eine Waffe? Oh, die 10 mm. Weil sonst die Gegner wieder gespawnt werden und wir alle nochmal umbringen müssten. Wunderkleber, sehr schön. Kleber nehme ich sehr gerne mit. Oh. Ah, die verdorren nach einer Zeit, das ist ja cool. Energieterminal. Wartungsprotokolle. Daten beschädigt, ja, was auch sonst. Wozu überhaupt so ein Terminal hinsetzen? Ja, hier unten ist nichts. Also ich denke mal, das wird irgendwie mit einer Quest verbunden sein. Aber für uns jetzt noch unrelevant. Simulations-Volt-Eingang. Ich will Voltaufseher werden. Fehlschlag, vollständiger Verlust von Leben. Okay. Simulations-Vault, aktueller Status. Der Vault wurde von automatischen Systemen gereinigt und ist bereit für die nächste Simulation. Tür öffnen. Machen wir jetzt bei der Simulation mit? Aber wenn die Vault gereinigt ist, dürften hier eigentlich keine Gegner sein, ne? Ich mal. Oh, guck mal, eine schön saubere Vault. So gönne ich mir das doch. So wie seltsam. Irgendwo rumzulaufen, wo einfach nichts ist. Aluminium brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die brauchen doch hier Ventilatoren für Luftreinigung und so. Eitersack. Brotkasten. Aha. Schön gereinigt habt ihr das hier. Ein Eitersack. Ja, ein Eitersack gehört auf jeden Fall in einen Schrank. Sowas wie Schrauben gehören da rein.
Die Flagge nehme ich auch mit. Ist einfach nur, ich bin jetzt geil auf die Dinger, weil ich ja Fallout Shelter gezockt habe und da waren die dreieckigen Viecher halt richtig gute Sachen. Hallo, da liegt ein Voltanzug. Ich hätte einen neuen Voltanzug haben können mit einer anderen Nummer drauf. Was für eine Nummer hat er eigentlich hier? 00? Theoretisch müsste das doch Volt 00 sein, oder? Weil immerhin ist das ja keine echte. Ein Ventilator! Da muss ich hin. Ha! Gib mir die Schrauben! Aufseher-Logbuch. Ach du Scheiße. T minus einen Tag bis zu meinem Testdurchlauf. Ich bin vor dem Einschließen noch einmal alles mit meinen Betreuern durchgegangen. Ab morgen werden die Studenten meine Hypothese testen, dass eine Nahrungsmittelpaste mit hohem kalorischen Wert Standardvorräten überlegen ist und mein Geschmackssystem dafür sorgt, dass die Bewohner ihr nicht überdrüssig werden. Einen Tag später. Meine Bewohner sind da. Nach einer kurzen Einweisung lasse ich ihnen Zeit, um sich einander an die Parameter des Experiments und an ihre entsprechenden Rollen zu gewöhnen. Später werde ich noch eine Ansprache halten. Wir sind jetzt eingeschlossen und alles läuft glatt. Falls ich meinen Betreuern kein Signal gebe, bleiben wir hier drin, bis die zeitgesteuerten Schlösser sich in 4 Wochen öffnen. Bislang verläuft der Test gut und die Rückmeldungen zur Rezeptur der Nahrungsmittelpaste sind positiv. 2 Tage später. Die Bewohner nehmen sogar noch weniger von der experimentellen Rezeptur zu sich als erwartet, berichten aber von vollen Bäuchen und einem zufriedenstellenden Stoffwechsel. 4 Tage später. Es hat sich angefühlt, als wäre heute irgendwas draußen passiert, fast wie ein Erdbeben. Darüber hinaus ist kurzzeitig der Strom ausgefallen. Die Bewohner konnten die Energieversorgung mit Hilfe der Notstromgeneratoren schnell wiederherstellen. Ich schätze, das ist Teil des Programms und meine Leute haben eine vortreffliche Leistung gebracht. Klar, die Bomben sind gefallen. Es war ein Herzinfarkt. Wie aus heiterem Himmel ist einer meiner Wartungsarbeiter plötzlich während seiner Schicht gestorben. Ich warte den Bericht des Leichenbeschauers ab, bevor ich irgendwelche Entscheidungen treffe. Noch einen Tag später. Der Leichenbeschauer hat eine vollständige Autopsie durchgeführt. Wie es aussieht, war es kein Herzinfarkt, sondern die Arterien im Herzen hatten sich verhärtet und waren geborsten. Ich habe eine medizinische Begutachtung der Kontrollgruppe und einiger Mitglieder der Testgruppe angefordert. Noch einen Tag später. Es ist eindeutig. Das Rezept meiner Nahrungsmittelpaste ruft Arterienablagerung hervor. Da es in der Kontrollgruppe keine Anzeichen dafür gibt, lasse ich den Bestand der verbleibenden Standardnahrungsmittel auf. Nochmal. okay. Das Rezept meiner Nahrungsmittelpaste ruft Arterienablagerung hervor. Da es in der Kontrollgruppe keine Anzeichen dafür gibt, lasse ich den Bestand der verbleibenden Standardnahrungsmittel aufnehmen. Aufzunehmen, das hört sich kacke an. Deswegen, naja, um in Erfahrung zu bringen, ob wir noch eine weitere Woche durchhalten können. Noch mehr schlechte Neuigkeiten. Meine Nahrungsmittelpaste war doch nicht so beliebt, wie ich gedacht hatte. Offenbar ist ein Schwarzmarkt für Standardrationen entstanden und im Vault gibt es nur noch genügend Verpflegung für 2 Tage. Ich will versuchen, eine Lösung für dieses Problem zu finden, bevor ich meinen Betreuern mitteile, dass sie den Test vorzeitig beenden sollen. Das ist meine Abschlussarbeit. Forschungsprojekt und wenn ich versage, kann ich nicht als Aufseher arbeiten. Musst du, glaube ich, auch gar nicht mehr. 31.10. Die Bewohner drohen, einen Aufstand aufzuzetteln, falls ich das Experiment nicht abbreche. Sie haben die Ration schneller verbraucht als gedacht und bekommen es nun mit der Angst zu tun. Ich werde mich bei meinen Betreuern melden und das Ende des Experiments anordnen. Ich kann das Risiko nicht eingehen, noch jemanden zu verlieren. Keine Reaktion von draußen. Die Bewohner glauben, dass ich sie belüge und drohen, mein Büro zu stürmen. Ich weiß nicht, ob ich einen Angriff 2 ganze Wochen lang abwehren könnte. Sie haben die äußere Versiegelung durchbrochen und stehen vor der Tür zu meinem Büro. Ich höre schon den Bohrer. Bis sie durch sind, wird es
Tage dauern, aber ich kann keine Risiken eingehen. Ich weiß nicht, warum meine Betreuer nicht antworten. Hier sterben Leute und es werden noch mehr, doch ich kann nichts dagegen tun. Dies wird mein letzter Eintrag sein, bevor ich mich in meinem Schlafzimmer verbarrikadiere und darauf hoffe, dass ich bis zum Öffnen der Zeitschlösser durchhalte. So Gott will, ist das nur Teil eines Tests, aber irgendwas sagt mir, dass dem nicht so ist. Ja, und so ging der Test zu Ende. Alle sind so verhungert wahrscheinlich, ne? Kaffeetassen. Oh, der hat auf jeden Fall ordentlich Kaffee getrunken. Ah, und da haben sie versucht, Watte. VT. Ah, okay. Hier haben sie versucht, hier einzudringen, oder was? Mit Stühlen bewaffnet haben sie wahrscheinlich gegengeklopft. Eine VTU-Tasse. Oh Gott. Ich kann sie nirgendwo hinstellen. Och Mann. Rattengift. Sorry, Dude. Lose Schrauben. Oh, ein Stimpack. Ah, nice. Das ist schön. Viele waren das ja später nicht mehr, ne? Und hier ging es dann raus, oder? Habt ihr noch Ventilatoren? Sturmfeuerzeug kann ich mitnehmen. Eine Tür? Es ist so absurd, wenn man in der Vault rumläuft und dann ist da plötzlich eine Tür. Ah gut. Gehen wir raus. Das war also die Test-Vault. Und wieder ein Experiment schiefgegangen. Weil Voltex Voltec anscheinend nichts kann. Hm. Ja, wir haben schon mal ein paar Schrauben gefunden. Ich glaube, wir können damit auf jeden Fall schon mal zurück. Aber noch würde ich erst die Quest beenden. Na komm, gehen wir raus. Sagte er und ging in diese Tür. Oh, Klatze. Wisst ihr, ich würde hier so viel Zeug mitnehmen und das bei mir hinstellen, so wie die... Oh, da sind Schrauben drin. Aber es geht nicht, weil alles nur Müll ist, was man sich hinstellen möchte. Und das finde ich schade. Ich meine, sonst kommt jemand zu dir und klaut das. Klar, mussten sie sich was überlegen, um dagegen anzukommen, dass da irgendwelche Leute durch die Gegend laufen und klauen. Aber ich finde es halt schade. Ich finde es halt echt schade. Ich möchte noch mal ein bisschen rausfahren. Geht das noch? Zack. Ach, was soll man sagen? Was soll man sagen, Leute? Das Spiel ist halt, es ist halt cool, so wie es gemacht haben. Aber die Umsetzung stimmt noch nicht. Es macht mir Spaß, klar. Also ich laufe hier gerne durch die Gegend. Ich nehme das wirklich sehr gerne auf. Aber es wäre halt noch geiler, wenn die ganzen, ja, umstrittenen Dinge sich verbessern würden. Es sind ja nicht Dinge, die ich nur anprangere, sondern viele andere auch. Achtung, Responder. Die Lebensmittelverarbeitungsmaschinen bei Mama Deutsche sind endlich so weit abgekühlt, dass sie wieder ihren Dienst tun können. Ich habe sie so eingerichtet, dass man mit den Zutatenbehältern in der Fabrik Eintopf herstellen kann. Die Maschine macht einen hellen Lärm, also werdet ihr wahrscheinlich ungebetene Gäste bekommen. Okay, kündigen sich jetzt so Events an oder war das jetzt ist das jetzt ein Spezialevent? Ich glaube, das ist ein Spezialevent. Ach, guck mal, da fängt gerade erst einer neu an. Aha. Aber ansonsten... Ja, doch, doch, hier laufen noch genug Leute rum. Ich wollte gerade sagen, sieht so leer aus. Man sieht die halt noch nicht so gut. Na gut, wir sind jetzt hier im Eventgebiet. Deswegen werden wir das Event mal machen. Können wir uns ein bisschen Atome abstauben und vielleicht kaufe ich mir irgendwann mal was im Atomic Shop. Mal gucken. Da ging's rein, ne? Okay, von hier aus. Ah. Gib Sojawürfel, aber woher kriege ich jetzt die Sojawürfel? Scheiße. Ich glaube, ich habe keine gute Waffe für die, oder? Eigentlich müsste ich die Laserpistole auspacken, ne? Ich habe nicht so viel Munition dafür.
Kacke. Schießt er jetzt auf Verdacht irgendwo hin? Meine Laserpistole ist auch nicht viel besser. Aus dem Nichts angegriffen. Und die Laserpistole ist verdammt laut. Was habe ich noch? Oh, das sind viele Roboter. Au, bin doch extra weggegangen. Stahlschrott, Stahlschrott. Ah, ich habe doch keine Sojawürfel. Finde ich die jetzt hier irgendwo? Gewürfelte Gemischung. Okay, wir finden hier das ganze Zeug. Ja, doch schneller nach. Oh Gott, ich bin verletzt. Oh mein Gott, die machen mehr Schaden, als ich dachte. Jetzt verzieht euch doch mal. Okay, wir laufen jetzt geduckt durch die Gegend. Fusionszelle, nice. Stahlschrott. Anstecker, roter Stern. Was zur Hölle ist das? Ja, kann ich aber auch nirgendwo platzieren, leider. Okay, wir suchen Rohstoffe. Sind jetzt auch nicht so schwer zu entdecken, ne? Da! Miet. Miese kleine Drecksdinger. Komm, lagern wir es erstmal an. Ich habe 15 Minuten. Es wird schwer alleine. Kommt noch jemand? Okay. Ihre Glasflasche. Hundefutter in der Dose, ja. Noch mehr Schrauben, Leute, noch mehr Schrauben. Ja, komm. Entschärft. Bin ich in die falsche Richtung? Ich bin in die falsche Richtung. Injektor-Munition. Injektor. Kann ich anderen Spielern vielleicht Gift einflößen? Okay. Toilettenpapier. Oh mein Gott. Sehr schön. Mistvieh. Pfeffer, Zucker, Yum-Yum. Zuckerbomben. Na gut. Haben wir schon 4 Sachen gefunden. Das langt noch lange nicht, ey.